Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem neuen Video und zu einer neuen Ausgabe vom FDF Contest. Ich glaube, da war jetzt 2 Wochen lang pausiert, weil ich nicht so wirklich viele kleine Channels gefunden habe, die ich feiere und die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Von daher, wenn ihr auch wollt, dass ich mir mal ein Video von euch in einem Video von mir ansehe oder falls ihr einfach einen kleinen Channel kennt, den ihr ein bisschen supporten wollt, dann schreibt mir auf jeden Fall mal den Namen von dem Channel rein oder wenn ihr es selbst seid, einfach mit Hashtag FDF Contest und seid ihr schon vielleicht in der nächsten Runde mit dabei. Ansonsten könnt ihr mich auch immer auf Twitter und Insta per Direktnachricht anschreiben, auch auf Facebook, falls das irgendjemand doch benutzen sollte. Und so erreicht ihr mich auf jeden Fall am besten, Freunde. Eine kurze Info, das Video kommt ein bisschen später, wie ihr gemerkt habt. Das sage ich in letzter Zeit viel zu oft, sorry dafür schon mal. Aber ich habe immer noch die alte Webcam, weil sich der Herr Held denkt, nö, wir liefern die neue Webcam anscheinend nicht aus. Ich habe mir eine bestellt, habe ich auch auf Twitter geschrieben, welche von Logitech die neue, was heißt die neue, auf jeden Fall eine, die kann bis zu 4K, ich habe da glaube ich 250 Euro für bezahlt. Auf jeden Fall könnt ihr euch die eigentlich, auf jeden Fall dachte ich, kann ich mir die eigentlich mal gönnen, weil ich unbedingt, wie gesagt, eine neue Kamera brauche, weil es hier so übel laggt, das heißt laggt, halt nur 30 FPS hat, deswegen ist das Bild nicht so flüssig. Ja, ich habe die am Samstag bestellt, glaube ich, oder sogar am Freitag schon und eigentlich sollte sie gestern ankommen, dann sollte sie eigentlich heute ankommen und bis zum Stand jetzt 4:30 ist sie noch nicht angekommen. Ich weiß nicht, ob sie noch ankommt, aber ich wollte jetzt erstmal das Video für euch für heute rausballern. Ich hoffe, dass sie zumindest morgen ankommt. I don't know, Freunde. Ja, deswegen kommt das Video ein bisschen später und ich habe immer noch schlechte Kameraqualität. Sorry dafür, Freunde. Ich würde sagen, wir wechseln mal zur anderen Ansicht. Dann könnt ihr direkt sehen, worum es heute gehen wird. Wir haben hier mal wieder 3 unglaublich gute Kanäle, wie ich finde. Wir haben einmal Rap Support 3.0. Das ist der größte Kanal von denen, den wir uns heute ansehen werden. Dann haben wir Darko und dann haben wir Johnny K. Ich weiß es nicht genau. Eine sehr spezielle Kombination könnte man fast sagen, denn wir haben hier 2 Rapper oder 2, ja doch, Rapper könnte man sagen und einen Minecraft-Kanal, was ich aber ganz schlimm finde, denn es ist Content, den ich feiere, beziehungsweise wo ich denke, der Content ist qualitativ hochwertig, hat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient, deswegen werden wir uns das ansehen, wir werden hier überall erstmal HD einstellen, Freunde. Bezüglich den Zeichnungen in meinem Hintergrund, wie ihr hier schön sehen könnt, die könnt ihr mir gerne schicken, ich habe jetzt in meiner Infobox die Postfachadresse reingehauen, da könnt ihr mir Briefe hinsenden, die Paketstation für Pakete dauert noch ein bisschen, bis die aktiv wird, werde ich euch aber auch noch rein verlinken und ich werde, wenn da ab und zu was ankommen sollte, weil mich halt ein paar Leute gefragt hatten, werde ich das auf jeden Fall auch in einem extra Video alles auspacken, zeigen und ja, nur dass ihr Bescheid wisst, Freunde, dass das nicht verloren geht, sondern dass ihr auch seht, dass es bei mir ankommt und ich finde es schöner, wenn ihr mir schon was schickt, dass ich es dann auch in einem Video auspacke, weil das gehört sich irgendwie so, deswegen ja, mache ich das Ganze so, nur dass ihr Bescheid wisst, Freunde. Genau, ansonsten geht es morgen ja los mit der JMC Bewertungsreihe. Worauf ich mich sehr, sehr doll freue, Freunde. Ich habe im Voraus jetzt ganze 2 Videos vorproduziert, in Anführungsstrichen. Aber ist gar nicht schlimm, da muss ich halt jetzt die nächsten Tage jeden Tag 2 Videos aufnehmen. Aber ich hatte aber richtig Bock drauf, Freunde. Und genau, morgen um 18 Uhr geht's los. Bedeutet, wenn ihr Rap-Fans seid oder gerne mehr von mir sehen wollt, in denen ich Sachen von Rap bewerte, dann müsst ihr sowieso erstmal diesen Channel abonnieren. Und allgemein wegen der JMC-Bewertungsreihe jetzt dranbleiben. Morgen um 18 Uhr kommt die erste Folge davon, Freunde. Ja, ansonsten würde ich sagen, schauen wir jetzt direkt rein. Wir haben, wie gesagt, die 3 Kanäle dabei. Ich würde sagen, wir fangen direkt an bei Rap Supported 3.0. Er hat nämlich, ich weiß nicht genau, also ich glaube, es ist so ein Kanal, so wie im JBB, dass er halt ab und zu mal so normale Videos oder eigene Videos macht. Ich habe mich nicht genau umgeguckt, aber auf jeden Fall auch so Exclusive-Dinger bringt, also mit seinen 3100 Abonnenten, ganz kleinen Rappern oder kleineren Rapper, die am Anfang stehen, eine kleine Aufmerksamkeit bieten und das finde ich ganz korrekt, deswegen schauen wir jetzt rein mit dem Namen Orbit Penis wie Shisha. Okay, Werbefreundlichkeit ist direkt weg. Let's go. Okay, gut, richtig. Ich habe mir hier noch einen kleinen Schlürfsaft geholt, Freunde. Nicht, dass ihr wundert. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Dankeschön, tschüss. Hier kommt der Master O mit dem Killer-Instinkt, yeah. Der auf Pillen richtig, Mille macht wie Kinski, blauer als der Genie, scheinig wie Solarsterne, ich werde als Monarch sterben, im Mantel aus Polarbären, yeah. Du wirst durch meine schöne Reimkette, gefällt mir gut. Zurück in der Zeit geworfen und durch meine Kuhn ist eingefroren. Ja, yeah, Meister Orbit, ich schaffe es aus ein paar Minuten zu nageln, denn heute sehen Rapper aus wie Reiche aus Tribute von Panem. Ich mach mal ab. Ich schaffe es, Hose in ein paar Minuten zu nageln. Ist doch eigentlich, ist das nice? Ist das eine nice Line? Ich weiß nicht. Ist doch eigentlich so, dass er schnell fertig ist und nicht so lange durchhält, oder, Friends? Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden. Oder zu nageln, denn heute sehen
Orbit. Ich schaffe es aus ein paar Minuten zu nageln, denn heute sehen Rapper aus wie Reiche aus Tribut. Oder, ja, ich weiß schon, weil er so einen Long Schlong hat, Freunde, dass es ganz schnell geht. Wahrscheinlich war es so gemeint. Gute von Panem, ich mach mal Updates, schlag euch ins Duckface. Ab geht's, wenn ich mit Worten über den Takt geh. Geb euren Trendy Stars aus der Bandy Krat. Türen Curly in die Trinks als Hip-Hop's Randy Marsh. Ich scheiß diesen Flow und knabber Snacks im Backstage. Wenn ich fakes wie Chemtrails, leichter Rape als Jan Lake. Gib mir den Bond. Ich muss sagen, der Flow gefällt mir aber echt gut. Hab ich Bock drauf, mehr von zu hören irgendwie. Orbit heißt er, glaube ich, ne? Orbit, ja. Gefällt mir bis jetzt echt gut, muss ich sagen. Fake und ich rap, risse in die Trommelfelder aller Rattenfänger. Jetzt ist Orbit, Alter. Ich bin das Peakers für deine Speakers. Master Orbit mit Penis wie Shisha. Auf dem Rap-Spielplatz war ich ein Niemand. Und jetzt besorg ich's grad deiner Stiefmam. Ich bin das Peakers für deine Speakers. Master Orbit mit Penis wie Shisha. Auf dem Rap-Spielplatz war ich ein Niemand. Und jetzt besorg ich's grad deiner Stiefmam. Schieb die Optics vor dem Dr. Robotnik. Oh. Ich komme Kopf. Alter, wir haben hier einen Flowwechsel noch drin, was mir gut gefällt. Ihr könnt natürlich wie immer für den, den ihr am besten findet, hier oben rechts voten. Ganz wichtig, dann kommen die Personen eine Runde weiter. Gefällt mir gut, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Hat auch eine schöne Qualität von der Abmische her. Und ja, gefällt mir gut. Gib die Optics vor dem Dr. Robotnik. Ich komme kopfig deine Thrombose im Kopf nur mit den Worten. Orbit in deine Ohren als ein Endlevel der Endgegner. Ihr seid alle Trendfehler, Heads, Redner, Drittliga. Ich will das Amt am Kass, Alter. Euren Kranz abnehmen. Sind wir ehrlich, seid ihr alle nur Schwanz am Kneten. Manche Jungs nennen meinen Mund den Flammenwerfer, denn ich geh im Rattenkeller ab auf jedem Plattenteller. Und ich bin besser als alles, was es davor gab. Ich hab Respekt, was vor fast Vorwart davor war. Ich kern, sondern Kornkraft. Ich fang von vorn an, fordern, fordern, Penner, Scheiße aus dem Dorfmann. Das ist alles meine Art von Nummerziehung. Für Klicks mache ich ab sofort gute Kunst wie Sido. Aber nee, mit dem Finger und Flow aller rum. Krass. Wenn ich dich Penner mit einer Ginflasche umdreht. Ich bin das Peakers für deine Speakers. Master Orbit mit Penis wie Shisha. Auf dem Rap-Spielplatz war ich ein Niemand. Und jetzt besorg ich's grad deiner Stiefmam. Ich bin das Peakers für deine Speakers. Master Orbit mit Penis wie Shisha. Auf dem Rap-Spielplatz war ich ein Niemand. Und jetzt besorg ist gerade deiner Stiefmann. Krass, Freunde. Ich weiß, ich habe jetzt hier nicht so viel krass analysiert und bewertet, weil ich da bei einem FDF-Contest versuche immer nicht zu viel mir irgendwie Favoriten rauszusuchen. Aber ich fand, das war echt gut. Natürlich ist es jetzt schwer, den Rap-Support hier zu bewerten, weil das nur eine Plattform ist. Das ist so, als ob ich mir irgendein YouTube-Video ansehen würde und dann sagen würde, yo, YouTube ist eine geile Plattform. Obwohl es ja eigentlich um den Künstler geht. Trotzdem ist Rap Support mit dabei. Ich finde die Idee von dem Kanal sehr gut, kleinere Rapper ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben. Es sind auch gute Rapper dabei, wie wir jetzt bei Orbit gerade gesehen haben. Und ich finde die Idee dahinter einfach echt stark, weil es heutzutage echt schwer ist, glaube ich, auch, egal in welcher Szene heutzutage, aber besonders auch in der Rap-Szene irgendwie hochzukommen, Aufmerksamkeit zu bekommen, Anerkennung zu bekommen. Von daher ist das schon mal ein kleiner Push, sage ich mal, oder einfach schön, sowas zu haben, wo sich die Leute da alle versammeln und Bock haben, was Neues kennenzulernen, ein bisschen was anderes mal zu sehen. Von daher, ja, fand ich das auf jeden Fall sehr gut, Freunde. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten, und zwar zu Daku, einem Minecraft-Let's Player. Der hat einen Kanal-Trailer gemacht, den ich noch nicht gesehen habe, den werden wir uns jetzt ansehen, und let's go, meine Friends. Natürlich könnt ihr, wenn ihr wollt, für Rap-Support jetzt hier oben einmal, voten, wenn ihr Lust habt. Hey Sandro, mein Name ist Darko, ich bin 14 Jahre alt und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem Kanal. Zunächst erstmal die Frage vorweg, was für ein Content gibt es auf meinem Kanal? Auf meinem Kanal erwarten dich Minecraft-Videos. Minecraft-Videos? Ja, Minecraft-Videos. Okay, ich bin weg. Nein, warte mal bitte kurz. Viele von euch haben es gerade gedacht. Meine Videos sind zudem noch sehr abwechslungsreich. In meinen Videos rede ich über Themen oder zocke die unterschiedlichsten Spielmodi. Okay, den haben wir. Nice, okay Leute. Das könnte vielleicht unsere Chance sein. Also wir kicken den noch einmal runter hier. Okay, den haben wir. Und einmal das Bett abbauen. Perfekt. Okay, wir haben ihn. Nice. Easy. Red haut sich nicht. Oh nein, bitte nicht. Der darf mich nicht runterhitten. Oh mein Gott. Nee, ich glaube, wir werden es wirklich nicht schaffen. Oder vielleicht, Leute. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Komm, Leute. Ja, oh mein Gott. Wir haben es einfach noch geschafft. Also ich muss direkt sagen, wenn er immer noch 14 ist, er hat ein sehr, sehr gutes Mikrofon, eine entspannte Stimme. Du musst vielleicht noch ein bisschen an deiner Aussprache arbeiten. Ich habe das auch bei mir, dass ich oftmals einfach viel zu doll nuschel oder zu schnell rede. Besonders zu schnell rede, Freunde. Ich bin so ein kleiner Double-Time-Typ. Schnell reden finde ich echt schön, aber ich nuschel auch extrem oft. Deswegen, das ist vielleicht nur ein Tipp an dich.
dass du das vielleicht noch ein bisschen verbesserst. Ansonsten, ja, deine Mikrofonqualität gefällt mir echt gut und bis jetzt, ja, sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Schafft, Alter, in den letzten Sekunden, GG. Und zudem noch produziere ich auch manchmal aufwendige Kurzfilme. Oh, Leute, die Effekte sind echt nicht schlecht, muss man sagen. Die Effekte sind gut. Oh, zum Glück bin ich gleich zu Hause. Hä? Was war das für ein Geräusch? Uah! Krass, voll viel. Oder zocke auch mal ein paar Runden mit Freunden. Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Darko, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja Leute, und zwar spielen wir nämlich heute eine Runde Quick Bad Wars, aber nicht alleine, sondern mit dem... Ja. Yo Leute. Ich finde auch, wir haben jetzt zwar nicht so viel gesehen, aber die Schnitte sind auch gut gesetzt. Also schöner Cut-Stil gefällt mir. Und an sich macht es einen qualitativ hochwertigen Eindruck bis jetzt. Leute, was geht ab? Mein Name ist Darko, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja Leute, im heutigen Video spielen wir mal eine Runde Gravity auf dem Hive-Server, aber nicht alleine, sondern dabei habe ich heute mal meinen lieben bayerischen Bauer Bernhard. Servus, meine lieben Feldstecher. Allgemein gibt es in meinen Videos Action. Oh, schöner Track. Hex, alles klar. Spannung. Oh, auch schöner Track. Oh, schöne Musik. Das gefällt mir sehr gut, diese kleinen Edits hier. By the way, Freunde, könnt gerne mal auf Flutterflow Gaming vorbeischauen. Da kommt sehr gute Unterhaltung. Nee, aber Darko, wenn du Bock hast, melde dich mal. Dann können wir vielleicht mal eine Runde aufnehmen zusammen. Nur wenn du Lust hast. Ich bin jetzt nicht so gut. Du wirst mich easy wegficken in Minecraft. Aber falls du Bock hast, schreib gerne mal drunter. Oh. Oh, an dem Track lade ich mir dann runter, ich sag's euch, Freunde. Feier ich. Solche Musik feier ich echt. Oh, halbes Herz, Alter. GG, Mann. Spaß, Bauer Bernhard. Spaß. Was ist dein Lieblingsessen? Also, wenn du mich so fragst, Königsberger Klopse. Also, ich muss sagen, diesen Bauern Bernhard feier ich nicht so irgendwie, ich weiß nicht. Der hat versucht, irgendwie einen bayerischen Akzent zu machen, aber er hört sich an wie so ein Behinderter irgendwie. No offense gegen Behinderte. Ja, Papa, ich bin gerade in der Aufnahme, geht nicht. Ich will das in meinen Kaffee kochen. Ja, mach ich, Papa. Ja, tschüss, bis gleich. Ja. Oh Mann, mute dich doch. Das lasse ich drin. Auch wenn ich nicht der krasseste PvP-Pro bin, hoffe ich einfach mal, dass ich meine Videos sehr unterhaltsam gestalten kann. Ich versuche auch immer sehr aktiv Videos zu bringen, was ich aber leider manchmal wegen der Schule einfach nicht schaffe. Gut, Sandro, das war's auf jeden Fall jetzt mit meinem Kanal-Trailer. Wer ist eigentlich Sandro, Alter? Dass dir mein Kanal gefällt. Nein. Und genau, ich würde sagen, ciao. Sehr, sehr sympathischer Eindruck fand ich, Freunde. Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, wie ihr das Ganze fandet. Ich fand es wirklich sehr sympathisch gemacht und macht irgendwie Lust auf mehr, auch wenn ihr jetzt nicht so übel vielleicht Minecraft guckt. Könnt ihr gerne mal reinschauen, einfach, wenn ihr Bock habt. Ich fand es echt sehr sympathisch, hat einen schönen Eindruck gemacht. Und wie gesagt, falls du Bock hast, melde dich mal. Oh, ich habe schon vorgeskippt. Jetzt, achso, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich jetzt für Darko hier oben einmal voten. Nein, da, hä? What? Ich verstehe das nicht, also der Finger muss dahin sein. Freunde, ich komme nicht klar, wenn ich mein eigenes Bild sehe. Ist auch völlig egal. Ja, ihr könnt, nee, da übrigens, ja genau, da oben voten. Völlig egal. Jetzt gibt's von Joni K. TJ Beastboy Merriman, Good Morning, ein Cover. Ich bin gespannt, Freunde. Und ich würde sagen, wir schauen direkt rein. Good morning, ihr Mises, ihr Gargos. Sperrt eure Lausche auf. Ihr werdet gern die Besten, aber aus der Traum. TJ Beastboy ist aufgetaucht. Good morning, ihr Mises, ihr... Ich hatte gerade meine Augen zu, Freunde. weil ich finde... Seine Stimme hört sich echt ein bisschen an wie die von Tuddle. Ein bisschen früher vielleicht noch, als er sie in manchen Videos hatte sie ja extra so ein bisschen tief gemacht, so neue Nudeln. Und manchmal hat er sie halt so normal, sag ich mal, gemacht. Und wenn er sie so normal hat, hat sich sie tatsächlich gerade ein bisschen wie Tuddle angehört. Fand ich zumindest. Gargos, macht eure Augen auf. Ihr werdet gern die Besten, aber aus der Traum. Merryman steigt aus dem Raum. Jetzt auch schon wieder krass. Good morning. Der Bibbidi-Babbidi-Beast-Boy erzählt euch Mrs. Jetzt sogar noch mehr.
Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber wir schauen erstmal weiter rein. Der Bibbidi Babbidi Beast Boy erzählt euch Mrs., was hier alles zu schief läuft. Zu viele Larrys sind geblendet vom Licht und kämpfen für nichts. Zu wenig Rapper rappen wie ich. Wie der Beastie Boy mit dem Eye of the Tiger. Auf der Liste guter Rapper schneide ich als Nummer 1 ab. Und war leider kein weiterer, der zurzeit gerade einen Hype hat. Einen vergleichbaren Style hat, steht schon beim zweiten Platz keiner. War sauber auf jeden Fall. Hört sich sehr, sehr sauber an. Du hast vielleicht schon Erfahrung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde es bis jetzt ganz gut, also es ist wirklich sehr, sehr gut, aber es ist halt 1:1 auf das Originale rübergerappt, was jetzt nicht heißen soll, dass es irgendwie schlecht ist, aber ich finde es immer schön, ist jetzt kein Muss, kann sein, dass es andere Leute nicht so nice finden oder dass es einfach nicht so nice gepasst hat hier, aber ich finde es immer schön, wenn man beim Cover so eine eigene Note drin hat, vielleicht eine Akustikversion macht oder irgendwas anderes rappt und es hört sich jetzt so ein bisschen 1:1 drüber gerappt an, dadurch wird es natürlich nicht schlechter, aber ich, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie immer nicer, wenn man so eine eigene Note noch mit reinbringt. Aber man muss auf jeden Fall sagen, du hast eine nice Stimme und kannst auf jeden Fall gut rappen. Muss man dir lassen, ist echt stark gemacht. Und keiner zaubert wie der motherfucking Murphy Man, der Master of the Universe, ey, warte mal, das Studio burnt. Ist mir egal, was eure Crew so denkt, ich baller einen Part und ihr seid tarasierte Hoonsies. Und ihr wollt Texte mit Message, dann gönnt euch Hydra 3D statt dieser Cybies-Musik. Hier will ich nur Rapper ärgern oder mit Reimen jonglieren und mir mal kurz die Krone holen, weil sie sonst keiner verdient. Beast Boy, aka die Flohmaschine, die nie stoppt. Aussagen wie ich bin der Beste sind bei mir Real Talk. Aber echt stark, damals hab ich mit meinem Lieblingsrapper mitgerappt und heute rapp ich nur eigenen Shit, weil niemand von den Sicker flirrt. Ich komm so lässig rein und swerf in das Game und dir auch beim nächsten Patch werd ich genervt. Denn seit Beast Boy wieder back ist, ist das Spiel nicht mehr gebalanced. Für mich ist das zu easy, ich brauch wieder mal eine Challenge. Ihr seid ja eigentlich ganz süß, aber jeder, der nicht rappen kann, ist leider nicht mein Typ. Ihr wartet auf das nur Homo, Bro, doch ich sage nur homophob. Ihr Kakerlaken, ihr Bonobos, ihr labert alle nur Kokolos. Aber stark, Mann. Ey, dass kein anderer Mensch so dope steht seit Jahren schon im... Mir gefällt's auf jeden Fall gut. Weil er echt eine sehr, sehr, sehr angenehme Stimme hat. Es kommt mir auch, wie gesagt, echt routiniert, weil, also, klar, der Flow war jetzt schon vorgegeben, sag ich mal, aber trotzdem ist es nicht einfach, für 0815-Typen das jetzt 1:1 so treffen zu können. Von daher, ja, gefällt mir auf jeden Fall gut, Freunde. Und ich feiere den Track natürlich auch. Ist in meinem Horoskop, ich fühle mich so wie Stroboskoplicht, weil es blitzt, wenn ich rappe, mein Catchphrase ist, ich bin der Beste und ich weiß, die Leute sagen immer, niemand ist perfekt. Aber auch nur, weil sie den Beastie Boy nicht kennen. Ey, dieser Junge steppt in ein Spiegelkabinett und sieht an jeder Ecke den besten MC der ganzen Welt. Good morning, ihr Mesitz, ihr Gargos. Sperrt eure Lausche auf, ihr werdet gern die Besten, aber aus der Traum. DJ Beast Boy ist aufgetaucht. Good morning, ihr Mesitz, ihr Gargos. Macht eure Augen auf, ihr werdet gern die Besten, aber aus der Traum. Merry Man steigt aus dem Raum. You never ever could stop me, I'm tattooed on my whole body. You never ever could stop us, we go. Das war im originalen Track nicht, oder Freunde? Ich hab Good Morning lange nicht mehr gehört, aber war jetzt diese Stelle hier auch? Better than all the others, you never ever could stop me, I'm tattooed on my whole body. You never ever could stop us, we better than all the others. Bin ich sicher. Kommt noch was? Nee. Da hat er vielleicht vergessen, was rauszukatten. Aber Freunde, ich fand's sehr, sehr gut. Ich habe auch schon ein Like gegeben. Wie gesagt, sehr, sehr angenehme Stimme. Hat sich auch, wie gesagt, routiniert angehört. Und ja, ich fand's auf jeden Fall sehr nice, Freunde. Wenn ihr das auch so gesehen habt, dann könnt ihr natürlich jetzt hier oben, ich weiß aber noch nicht, wo, Freunde, da oben, so, ach, ich hab's hinbekommen. Da oben könnt ihr es gerne voten für Junay. Okay, ansonsten gehen wir nochmal alle durch, Freunde. Am Anfang hatten wir Rap-Support, der Channel, der schon ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat und seine Aufmerksamkeit im positiven Sinne nutzt, wie ich gerade vielleicht auch, um auf andere, kleinere Künstler und Talente hinzuweisen. Wenn ihr das nice findet, dann votet gerne für ihn. Und dann haben wir Darko, den Minecraft-Boy, der aber auch ein paar Real-Life-Sachen macht, wie wir hier gerade nochmal sehen. Übrigens echt geile Effekte. Wenn ihr für den seid, dann könnt ihr gerne hier oben einmal voten. War richtig schon angezeigt, Flo, einfach dahin zeigen, sehr gut. Und wenn ihr für Juni K seid, der gerade einmal hier diesen Dings hier, ne, ihr wisst das, Freunde, dieses Cover gemacht hat, genau, das Wort hat mir gefehlt, obwohl es da direkt stand, der das Cover gemacht hat, zu Good Morning. Falls ihr das nice fandet, dann votet jetzt gerne hier oben, ich zeig's euch nochmal in die Richtung, wahrscheinlich ist es falsch auch, da oben richtig, für Juni K und, ja, Freunde, ansonsten würde ich sagen, kommen wir nochmal in die richtige Ansicht, das ist die richtige Ansicht, ja, kommen wir nochmal in die richtige Ansicht, in die große Ansicht. Wie gesagt, Freunde, ich hoffe, dass wir dann endlich ab morgen das Big Schildi-Bild haben und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ja morgen vielleicht mit der neuen Kamera um 12 und um 18 Uhr die Premiere, Freunde, von den JMC Bewertungen, von den JMC Reactions.
Das wird echt schön, Freunde. Ich glaube, wir haben jetzt knapp, ja doch, ein halbes Jahr ungefähr haben wir jetzt jeden Tag eine JMC-Bewertung vor uns, worauf ich mich sehr freue. Und ich sehe schon, die Aufnahme geht schon 20 Minuten heute. 20 Minuten, wer guckt das denn, Freunde? Aber egal, hier kann ich schön 20 Mal Werbung reinschalten, jede Minute Werbung. Ne, ich mache so 3-mal Werbung oder 4-mal Werbung höchstens. Ja, ist auch egal, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen, wie gesagt, mit den neuen 2 Videos. Und dann sage ich nochmal schönes Wochenende und bis dahin. Bleibt fresh, meine lieben Freunde. Und warte, einen Moment, Freunde. Ich muss auch noch das Auto einspielen, genau. Bleibt fresh und ciao. We'll be right back.